Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 407 am Freitag, den 12. Januar 2024. Es ist 22.30 Uhr und wir haben noch 0 Grad Außentemperatur in Rönne auf Bornholm. Heute bin ich dankbar für das Label oder die App Too Good To Go. Ich habe darüber heute auch in der Instagram-Story und bei Facebook ein paar Sachen geteilt. Könnt ihr gerne nochmal reingucken. Ist ja dann auch noch online. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass es das gibt, weil da geht es darum, Lebensmittel zu retten. Ich weiß nicht, ob du die App kennst. Vielleicht kennst du sie ja auch, dann weißt du das alles schon. Und ich habe die schon länger auf dem Schirm, aber noch nie einsetzen können, weil ich sag mal, da wo ich normalerweise bin, in Nordfriesland, also bei Bredstedt und Husum und Umgebung, da gibt's ein, zwei Bäckereifilialen und das war's dann, also nicht so wirklich viel. Aber hier auf Bornholm gibt's echt viele, die da mitmachen. Und heute war ich in zwei Läden und habe darüber jeweils eine Tüte retten können mit Lebensmitteln, die sonst wahrscheinlich in der Tonne gelandet wären. Das sind Lebensmittel, die eben, ja, es war zum Beispiel ein Mandarinennetz oder mehrere, die offen waren, wo dann vielleicht auch ein, zwei Mandarinen schlecht drin sind oder so. Das wird dann aussortiert. Ja, ein paar Wurzeln, kann ich gar nicht verstehen. Also hier Möhren, warum die jetzt aussortiert wurden. Eine war ein bisschen angegammelt, da musste ich ein Stück abschneiden, aber sonst war das alles super gut. Eine Melone, die nicht mehr so schön war und so weiter. Und eine Tüte von der Bäckerei, beziehungsweise ein Backtresen an einem großen Supermarkt, wie man das halt so kennt, vorne dran, mit richtig viel Zeug drin. Und dann zahlt man ungefähr ein Drittel von dem Preis, was das eigentlich wert ist. Also war doch schon sehr erstaunt, was da alles drin war. Und bin jetzt mal gespannt. Ich habe für morgen schon die nächste Tüte reserviert mit tägliche Produkte, heißt es da. Also es kann alles möglich sein. Viel aus der Kühlung halt auch, was dann abläuft oder so. Und ja, warum soll man das nicht dann auch nehmen? Also diese App, ja, beziehungsweise dieses Portal und die Möglichkeit, das zu machen, finde ich richtig cool. Und habe ich, wie gesagt, bei Instagram und Facebook geteilt. Und habe das heute eben abgeholt. War sehr cool. Und habe mal wieder das Wohnmobil bewegt, weil zu dem einen Einkaufscenter war es dann doch ein bisschen weiter. Das war mir zu Fuß dann zu weit. Morgen kann ich aber wieder zu Fuß gehen, um die andere Tüte dann zu retten. Also, dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.